Ja, guten Morgen zusammen. Wie ihr hier an dem Schild sehen könnt, bin ich jetzt in Herdecke mit dem Marc heute unterwegs. Wir machen eine kleine Radtour hier am Hengsteysee und wollen dann noch weiter zu dem nächsten See eventuell. Den Namen, ja, der fällt mir gerade nicht ein, wie es so oft ist. Hier sieht man einen Teil von dem See bzw. von der Ruhr. Und wir werden jetzt erstmal hier rüberfahren und da werdet ihr dann alles weitere sehen, wenn ihr dran bleibt. Vorab noch zur Info, ich bin heute mit der neuen Kamera unterwegs. Also falls das mit Windgeräuschen oder sonstigen Sachen nicht ganz passt, entschuldige ich mich schon mal im Voraus. Aber wie es so bei den ersten Ausfahrten mit neuem Gerät ist, das kann nicht immer alles funktionieren. Also, bis gleich. Ja, jetzt bin ich auf dieser besagten Brücke. Hier muss man leider absteigen, aber ist bei dem Untergrund vielleicht auch gar nicht ganz verkehrt. Ist nämlich recht rutschig. Oh ja, das Fahrrad steckt schon in der Schiene. Mal kurz rausheben. Und hier sieht man schön, wie das gestaute Wasser dann da sich rauspresst. Wir befinden uns, glaube ich, zum Teil auf dem Ruhrtalradweg. Aber so zu den Ortsangaben und so werde ich euch vielleicht nachher noch was erzählen. Hier unten sieht man wieder meine Kormorane, die ich so gerne sehe. Sind zwei Stück, mal eben ranzoomen. Ja, jetzt ist gerade nur einer, der andere ist abgetaucht. Und da sieht man, wie kraftvoll das Wasser rauskommt. Aber ich bin ein bisschen am Zittern. Ist noch eine ungewohnte Haltung mit der Kamera. Irgendwie, mal kurz umgreifen. So, besser geht das. Jetzt gehen wir hier an den Pfosten vorbei. Zu diesem schön tösenden Wasser. Wenn eine Radtour schon so anfängt, das muss doch gut werden. Ja, und das ist jetzt hier der obere Teil. Oh, da sind sie auch gerade am Ausbaggern. Auch schön da oben, dieses Haus auf dem Hügel. Wildgänse. Die alten Eichen hier. Ach, das hat schon was. Auch nicht zu verachten, wenn man sieht, was der Sturm hier wieder zugeschlagen hat. Diese ganzen Stauseen hier an der Ruhr wurden ja letztendlich dafür geschaffen, um hier die Stromgewinnung zu nutzen durch Wasserkraft, was ich ja persönlich sehr gut finde. Ansonsten ist das Ganze hier schon schön eingebettet mit den Hügeln rundum. Hat was. Ja, hier sieht man jetzt schön das Köppchenwerk von RWE, was ich vorhin angesprochen hatte, zur Stromgewinnung. Ja, da drüben ist wieder so ein schönes Häuschen zu sehen. Deswegen gibt es jetzt so viele Bilder aus dem Stand. Ich werde gleich natürlich auch während der Fahrt noch filmen. Aber wenn man da das Haus sieht mit den Spiegelungen im Wasser, das ist doch toll. Da sind auch schon die Wassersportler wieder unterwegs. Und das bei den angenehm frischen Temperaturen von rund 6 bis 8 Grad. Sehr schön. Ja, der Weg hier wechselt zwischen geschottert, wie jetzt gerade, bis hin zu aalglatt geteert. Strommasten, die mitten im Wasser stehen.
Und gerade stand auch schon einer mehr oder weniger mitten auf dem Radweg, wo dann so Warnbarken dran waren. Man hat so einen halben Meter daneben Platz gehabt zum Nebenherfahren. Hatte ich auch noch nie auf irgendwelchen Radwegen. Schön zu fahren. Ja, hier oben auf dem Berg sieht man jetzt das Kaiser-Wilhelm-Denkmal, haben wir gerade gesehen, auf der Karte. Da schauen wir jetzt gleich erstmal, dass wir in die Richtung kommen. Ob wir jetzt unbedingt da hochfahren zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal, ist eine andere Sache. Geplant war das nicht, aber ihr wisst ja, die Touren ohne Plan sind meistens die schönsten. Und wenn man sowas unterwegs entdeckt, ist ja schon so der Hang danach, da auch hochzukommen. Mal gucken, ob sich das irgendwie ergibt. Wenn nicht, geht's weiter an der Ruhr und an den Seen entlang. So wie hier. Ja, hier überqueren wir jetzt die Ruhr. Man merkt auch eindeutig, dass wir letztendlich im Ruhrgebiet sind, weil hier schon viel Züge fahren, Industrie und so weiter. Da oben ist das Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Hier so eine kleine Gartenkolonie oder Ferienhauskolonie. Und da ist Ruhr und Hengstentheisee. Und da oben auf dem Berg zeigt Marc mir gerade was. Da ist irgendwas Buntes. Das sieht auch aus, als wenn da nochmal eine Hütte wäre. Naja, schauen wir mal. Ja, hier erkennt man das jetzt schön. Wege und Ziele in Sieburg. Da könnten wir jetzt hochgehen. Hier zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Aber hier steht ausdrücklich für Radfahrer und Mountainbiken verboten. Das Fahrrad hier stehen lassen möchte ich ungern. Aber das Fahrrad hier hochschieben hat auch wenig Sinn, wie ihr seht. Also daher wird es das wahrscheinlich ein anderes Mal geben. Oder vielleicht zum Ende der Tour, wenn wir hier mit dem Auto nochmal anhalten sollten. Dann geht es jetzt erst weiter auf der Radrunde. So, hier rollt es jetzt mal ein bisschen runter. Da wollte ich mal schauen, wie das mit den Windgeräuschen jetzt so ist. Es sind zwar nur leichte Windgeräusche wahrscheinlich, aber ich habe schon meine Puschel wieder auf dem Mikro. Es sollte besser sein. Ja, jetzt sind wir auf der gegenüberliegenden Seite von dem See. Oder von dem Stausee. Da ist erstmal dieser Turm dort in der Mitte. Den zeige ich euch gleich auch noch mal eben genauer. Aber wir sind jetzt auf der Höhe von diesem schönen Haus, was ich vorhin von der anderen Seite gefilmt hatte. Ja, ich werde mal hier kurz halten. Ist das nicht toll? So mitten hier im Wasser. Mal ein bisschen ranzoomen. Das hat doch was. Echt eine ganz schöne Ecke hier. Für mal eben so eine kleine Runde. Und hier ist das schöne Häuschen. Da fahren wir jetzt erstmal dran lang und gucken uns das Ganze an. Der Marc macht auch eben noch ein, zwei Bilder. Das scheint hier auch mit Bewirtschaftung zu sein, zu den passenden Jahreszeiten. Uiuiui, jetzt hat es mich fast vom Fahrrad gehauen. Gerade noch gefangen. Das ist ein tolles Objekt hier. Sehr, sehr schön. Hier nochmal der Blick auf das Türmchen mit der Sonne im Hintergrund jetzt. Schön. Ja, hier wollte ich eigentlich runter filmen, aber das geht nicht mit dem Bremsen. Ja, da ging es jetzt gerade so schön runter. Aber wie gesagt, nur mit der Frontbremse bremsen ist ja ein wenig riskant. Aber von hier hat man jetzt wieder so eine schöne Aussicht. Nochmal da links zu diesem schön kleinen Anwesen, was so schlossähnlich schon wirkt. Wenn man dann so leicht rüber schwenkt, ein bisschen nach oben,
dieses Kaiser-Wilhelm-Denkmal, auch sehr schön. Und dann diese schöne spiegelnde Wasserfläche mit der Sonne, die sich hier so weiß durch die Wolken quält. Richtig, richtig schön. Auch das sieht doch wunderschön aus, wenn man das so sieht, wie das da ins Wasser plätschert. Und das kommt einfach da oben so aus dem Wald raus. Wunderschön. So, jetzt radeln wir hier mal. Auf das Wasserkraftwerk zu. Schön gemacht, ist so halbwegs integriert hier. Oh, hier muss man drunter bleiben, da stehen oben drüber so Schilder extra. Hochspannung, Lebensgefahr. Wird wohl seinen Grund haben. So, und hier zeigen wir mal die kleinste Hängebrücke, die ich je überquert habe. Ja, den Hengstesee haben wir jetzt verlassen und fahren jetzt hier entlang der Ruhr auf dem Ruhrtalradweg zu dem nächsten See, wo mir der Name immer noch nicht wieder eingefallen ist. Aber wenn wir da sind, werden wir es euch mitteilen. Ja, wir fahren immer noch direkt hier neben der Ruhr her. Es gibt immer zwei Möglichkeiten zu fahren. Fußweg, Radweg. Hier war mir jetzt gerade nicht ganz klar, was was ist. Deswegen bin ich hierher. Marc hat die andere Seite genommen. Es sind überall solche kleinen Anlegestellen hier. Echt wunderschön zu fahren. Und hier gehe ich mal davon aus, dass das irgendwie, weiß ich nicht, hotelähnlich oder gehobene Wohnungen sind da drüber. Ich weiß es nicht, aber schön ist es. Von hier aus geht es zum Bahnhof 1 Kilometer, wer es wissen will. Da steht ein Schlot und eine schöne Brücke im Vordergrund. Hier sieht man sehr schön, was die Ruhr für eine Breite hat mittlerweile und so einen schönen Bogen macht. Direkt hier nach dieser Viaduktbrücke von der Rheinischen Eisenbahn. Schon beeindruckend, weil ich die Ruhr nur kenne als, weiß ich nicht, 5 Meter breiten Fluss. Echt schön. So, jetzt hier an dem Ruhrtalradweg haben wir vor uns auf dem Berg den Harkortturm. Auf dem Harkortberg. Den wollten wir euch auch eben zeigen. Ein bisschen stärker rangezoomt, deswegen wackelt das jetzt gerade wieder so. Aber rein gefühlt ist das mit dem Wackeln bei der Kamera definitiv besser als mit der letzten. Ansonsten schlängeln wir uns hier weiter entlang der Ruhr, wie ihr hier, glaube ich, schön sehen könnt. Ja, hier fahren wir wieder über so eine schöne, ja, wie soll ich es nennen? Marc, wie nennen wir das hier? Weiß ich nicht, sagt Marc. Ich weiß auch nicht. Hier fährt man schön. Direkt am Wasser, an so einer Kante hierher. Da oben geht's hoch. Und geangelt wird auch fleißig. Ich meine Oberschenkel. Auf der gegenüberliegenden Seite schön ein Campingplatz gelegen, wenn auch mit Blick da auf die Klärwerke. Ist vielleicht nicht so reizend. Aber sonst lässt sich der Ruhrtalradweg hier echt schön fahren. Ja, und hier das übliche Bild, was Radreisende immer lieben. Radweg gesperrt, Sackgasse. Gibt's Hinweisschilder, wo lang? Nein. Also schlängeln wir uns mal irgendwo hier rum. Ansonsten, wie gesagt, unheimlich schön zu fahren hier.
Also, ich muss mich korrigieren. Nach ungefähr 100 Metern stand dann doch ein Schild, Umleitung links, Umleitung rechts und so weiter. Und jetzt sind wir auch hier, wie ihr sehen könnt. Da unten ist die Ruhr, schon wieder auf unserer regulären Route. Habe ich zu früh gemeckert. Aber nicht ohne Grund eigentlich. Ja, hier in der Gasse habe ich gerade gesehen, wenn man so reinfährt, dieses Haus auf der rechten Seite, der wurde oben im Grunde neu drauf gebaut. Aber sehr schön gemacht mit der alten Grundsubstanz unten drunter. Und so geht die Gasse hier erstmal auch ein Stück weiter, glaube ich. Nur ein kleines Stück, aber trotzdem schön zu sehen. Jetzt führt uns hier wieder so eine andere Brücke über die Ruhr, die extra nur für die Radfahrer ist. Mir persönlich gefällt das so ganz gut. Eine Wiese voll mit Gänsen und Schwänen. Ja, hier auf der gegenüberliegenden Seite ist wieder so ein schönes kleines Schlösschen oder Herrenhaus. Also ich muss sagen, hier an dem Ruhrtalradweg, wir fahren ja jetzt heute nicht viel Kilometer, irgendwie 40, 50 oder sowas. Aber was man hier an Ruinen sieht und an diesen alten, ja, Herrenhäusern, Burgen, es ist echt eine Menge. Also wen sowas interessiert, der sollte sich mal unter Ruhrtalradweg das Ganze im Internet vielleicht anschauen. Da gibt es wirklich reichlich zu sehen. Auf der Seite sieht man jetzt schön so alte kleine Zechenbahnen. Ach, schade. Naja, ihr habt es von vorne zumindest gesehen. Hier ist jetzt mit Efeu zugewachsen. Auf jeden Fall, ja, sind das die kleinen Zechenbahnen. Da vorne stehen noch so einige, sehe ich gerade. Oh, und hier riecht es nach Gulaschsuppe. Das ist ja was. Der Markt zeigt mir gerade, wir müssen hier links. Warum auch immer. Zeche Nachtigall. Die sehen ja schön aus. Wir sind jetzt gerade hier diesen Weg runtergekommen, mussten dann hier rechts abbiegen laut Outdoor Active und hier geht der Weg weiter. Jetzt war leider bei Outdoor Active das Ganze nicht eingetragen als, entschuldigt, ich war gerade ein wenig irritiert, weil der Jogger sagte Vorsicht und wir an der Seite gehen mussten. Ja. Auf jeden Fall ist das bei Outdoor Active hier als durchgehender Radweg eingetragen. Jetzt steht hier Ruhrtalfähre, die aber nur noch im März und April fährt, so wie das hier auf der Tafel steht. Und somit hat sich das jetzt leider erledigt mit diesem Kerdalsee, wo wir noch hin wollten. Aber auch so war es ja bis hierhin eine ganz schöne Tour, finde ich. Da hinten ist so ein schöner Überlauf zu sehen. Jetzt zoome ich das natürlich sehr stark ran. Ich hoffe, das ist alles noch gut zu erkennen nachher. Ja, da muss ich dann leider sagen, hier beenden wir dann die Tour, ungeplanterweise. Aber so allgemeines Fazit, Ruhrtalradweg, schön zu fahren, gelegentlich natürlich durch Industrie- und Stadtgebiete, die nicht ganz so ansehnlich sind. Aber der Weg an sich ist durchgehend gut gemacht, meistens geteert, gelegentlich geschottert. Kann ich also empfehlen, auch bei Wind und Wetter, dass man das Ganze fahren kann.
Also, macht's gut. Euer Markus, Marc, Diana und Monty. Weil das Fahrrad von Marc hat er ja mal getauft in Passau auf Diana. Und dabei bleiben wir natürlich. Macht's gut.